Aber wie dem auch sei, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Herr Bosbach, ich grüße Sie. Schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Sagen Sie, Sie wissen ja, wo Sie sich hier befinden. Kann man mit Fug und Recht behaupten, hier wird die Welt ein Stück besser gemacht? Ja, hier wird die Welt Jahr für Jahr ein Stück besser gemacht. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, man müsste doch helfen. Aber Rainer Meutsch ist jemand, der sagt, nicht man müsste helfen, sondern ich helfe. Er hat ein tolles Team im Background. Und die Gäste, die heute Abend gekommen sind, die wissen sein Werk zu schätzen. Aber insbesondere die Tausende von Kindern, die Jungen und Mädchen in Afrika. 600 Schulen hat er in den letzten 10, 12 Jahren schon errichtet oder die finanzielle Basis dafür gelegt. Das kann man nicht hoch genug würdigen. Sagen Sie, man bleibt ja, auch wie Sie, verzeihen Sie den Themensprung, immer ein politisch interessierter Mensch. Was treibt denn Herrn Bosbach in den heutigen Zeiten besonders um? Was interessiert Sie besonders? Ich glaube, das, was im Moment alle Menschen interessiert, endlich ein Ende des Kriegs in der Ukraine. Das Thema Klima, Klimawandel, Klimapolitik ist jetzt etwas in den Hintergrund getreten, wird aber ganz oben auf der politischen Tagesordnung bleiben in den nächsten Jahren. Und wir müssen die Wirtschaftskraft unseres Landes erhalten, die Wettbewerbsfähigkeit, denn es gibt einen untrennbaren Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und sozialer Leistungsfähigkeit. Mit einer Deindustrialisierung unseres Landes können wir den Sozialstaat nicht halten und ausbauen. Es ist für Sie immer noch wichtig, sich auch in einem gewissen Rahmen in den politischen Betrieb zumindest wortkräftig einzumischen, dass Sie Ihr Wort erheben. Ich habe kein Mandat mehr inne. Ich fürchte euch nicht, ich strebe auch kein neues an, aber ich habe einige tausend Einladungen pro Jahr zu Veranstaltungen aller Art. Ich komme jetzt aus Fulda, habe vor 300-400 Leuten gesprochen. Und dann spürt man ja das hohe politische Interesse. Die Leute sind gut informiert, sie sind politisch interessiert. Aber sie machen sich auch Sorgen um die Zukunft von Deutschland, Europa und der Welt. Und das leider aus Gründen, die wir alle kennen. Man kann jetzt nicht mehr so sorglos in die Zukunft blicken, wie ich das zu meiner Kinderzeit noch konnte. Ist die Aussage richtig oder ist sie falsch, der Volksmund sagt, dass uns eine gewisse politische Klasse förmlich weggestorben ist, die wir heute nicht mehr haben, die wir aber eigentlich für solche Krisenzeiten bräuchten? Ja, es wächst eine neue Politikergeneration heran, nicht besser, nicht schlechter, aber ich selber bin ja politisch sozialisiert worden in einer Zeit, da hatte die Kriegsgeneration noch die politische Verantwortung. Die damals aus dem Krieg kamen, die wussten, was auf dem Spiel steht, wenn diese Demokratie scheitert. Die Überschrift über deren politische Haltung war nie wieder Krieg. Dann kam der europäische Einigungsprozess mit allen Problemen, aber auch mit allen unübersehbaren Vorteilen. Und damals hatten wir noch kernige Typen, Männer und Frauen, immer geradeaus. Ich weiß gar nicht, ob ich das heute noch so könnte, wie in der Vergangenheit, als ich noch aktiv war. Jedes Wort wird heute auf die Goldwaage gelegt. Nur keinen raushauen. Irgendeiner könnte sich aufregen und was twittern. Das tut der Sache nicht gut. Ich glaube, dass das Publikum auch heute noch eine klare Haltung, eine klare Aussage schätzt. Nichtsdestotrotz, trotz der schwierigen Zeiten, heute erleben wir einen fantastischen Abend. Ja, hier werden große Dinge bewegt und man darf nicht vergessen, dass viele dieser Kinder tatsächlich gar keine Chancen hätten im Leben und durch Rainer Meutsch eine Chance bekommen. Sehr förderungswürdig und vielen Dank auch, dass Sie dabei sind. Ich danke Ihnen und wir beide danken Rainer Meutsch. Danke.